Ihr Lieben, ich war vor kurzem zu Besuch im FabLab in Berlin und ich dachte, nicht jeder von euch weiß, was ein FabLab ist oder ein Makerspace und was man dort so alles machen kann. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch jetzt das FabLab in Berlin. Und außerdem habe ich mich auch noch mit René und Lina getroffen, die unter anderem aufbügelbare LEDs entwickelt haben. Und das Ganze habe ich gleich mal ausprobiert. Und mit den beiden war ich auch noch auf der Fashion Week, also seid gespannt. Ein FabLab oder ein Makerspace sind im Grunde offene Hightech-Werkstätten, wo euch wirklich die neueste Technik zur Verfügung steht für eure Projekte, aber auch genügend Platz, um euch mit anderen zu treffen und eure Sachen vorzubereiten. Und dann könnt ihr direkt an die Maschinen gehen, wie zum Beispiel hier an den Lasercutter. Mit einem Lasercutter könnt ihr nicht nur schneiden, sondern auch die unterschiedlichsten Materialien gravieren, wie zum Beispiel Holz, Leder, Plexiglas oder sogar Textilien. Und für den Lasercutter braucht ihr zum Beispiel nur einmal einen Kurs machen und dann könnt ihr den jederzeit selbstständig nutzen. Aber es sind auch immer Leute da, die euch helfen. Diese Übersicht hier findet ihr im Makerspace in München. Dort haben sie einfach auf verschiedenen Materialien gelasercuttet, um einfach mal zu zeigen, was so möglich ist. Es gibt mehrere FabLabs in Deutschland und die sind alle so ein bisschen individuell ausgestattet. Das heißt, ihr müsst jeweils gucken, wo ihr das passende Gerät für euer Projekt findet. Aber einen Lasercutter gibt es eigentlich in jedem. Also das sollte nicht das Problem sein. Und ein kleines Highlight sind natürlich die 3D-Drucker, mit denen ihr kleine Modelle entwickeln könnt. Oder ihr könnt zum Beispiel auch Ersatzteile drucken, was ziemlich cool ist. Das hier sind zum Beispiel alles 3D gedruckte Modelle, aber ihr könnt auch richtig filigrane und komplexe Sachen machen, zum Beispiel mit dem 3D-Drucker, den ihr im Makerspace in München findet. Der funktioniert nämlich nicht so nach diesem Würstchenprinzip, wie ich das jetzt mal nenne. Der schichtet nämlich pulverisiertes Material, welches dann mit einem Laser ausgehärtet wird, also pure Photonik. Aber soweit genug von der Theorie, kommen wir zur Praxis. Ich sitze hier mit Lina und René, Prominenz in der Maker-Szene. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Lina, studiere im Moment in Hamburg Bekleidungstechnik und setze mich dort hauptsächlich mit der Integration von Elektronik in Bekleidung auseinander. Ich bin René Bohne, ich leite das FabLab der RWTH Aachen seit dem Jahr 2009. Das war das erste Lab in Deutschland. Ja, jetzt sitzen wir hier bei bestem Wetter in Berlin im Lab. Und das ist mittlerweile eigentlich das größte FabLab in Deutschland und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier weiter basteln darf. Und ihr habt ganz wunderbare, aufbügelbare LEDs entwickelt, die man auf Kleidung tragen kann. Und ich habe ein T-Shirt mitgebracht. Können wir da das vielleicht zum Leuchten bringen? Ja, sehr gerne. Die LEDs, die du hier meinst, das ist die Wear-LEDs, so heißen die. Da haben wir vier Beine dran, Plus und Minus. Und dann gibt es hier noch ein Signal durch, sodass man viele LEDs zusammen in eine Linie bringen kann, in einen Bus. Und Lina hat den elektrisch leitfähigen Stoff. Der wird dann draufgebügelt, dann hätte man einmal Plus- und Minuspol und in der Mitte Signal. Das würde man dann auch nochmal mit einem Stoffstückchen verbinden. Genau, das heißt, hier geht ein Signal rein, oben geht es wieder raus. Das Signal kommt von diesem kleinen Mikrocontroller. Den schließen wir hier an diesen kleinen Connector an. An das andere Ende von dem Mikrocontroller gehört ein Powertank, womit ich mein Handy aufladen würde, so ein USB-Ladeding. Das packe ich rein, habe ich Strom, packe ich in die Hosentasche, kann ich den ganzen Tag, die ganze Party über mitleuchten. Mit dem Programmieren ist es auch ganz leicht, da gibt es schon vorprogrammierte Sachen im Internet, die man sich dann einfach runterlädt und drauflädt. Und wie einfach das Aufbügeln der LEDs funktioniert, davon durfte ich mich dann gleich selbst überzeugen. Und ich muss sagen, es ist wirklich super einfach. Man hat den aufbügelbaren Stoff, den man in dem Abstand von den LEDs aufbügelt, so dass diese kleinen Füßchen halt drauf liegen. Dann bügelt man das Ganze nochmal fest und fertig ist es eigentlich schon. Die Enden der LEDs kann man noch beliebig kürzen und René und Lina haben mir verraten, dass sie demnächst auch für die LEDs eine Kickstarter-Kampagne starten. Jetzt brauchen wir Strom, richtig? Genau, jetzt brauchen wir den kleinen Mikrocontroller und Strom. Da kommt dann René ins Spiel. Ja, den habe ich gerade schon programmiert, den Mikrocontroller. Jetzt haben wir halt hier drei Kabel dran, ne? Plus, Minus und Signal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ihr das gemacht habt. Scheinbar ist hier Minus, ne, da steht Plus. Ist Plus. USB brauchen wir jetzt hier auch noch, diese Stromquelle. Und so schnell kann man ein Shirt zum Leuchten bringen und das sogar in verschiedenen Farben und Farbverläufen. Lina und René waren mit ihren leuchtenden Kleidungsstücken dieses Jahr sogar auf der Fashion Week in Berlin vertreten. Und auf der Premium-Messe fand auch die Fashion Tech statt, die mir dieses Jahr zum ersten Mal so richtig bewusst gemacht hat, wie wichtig tatsächlich diese neuen Herstellungsverfahren auch in der Modeindustrie sind. So ist es zum Beispiel möglich, aus Metall Schmuck zu 3D-drucken, aber auch ganze Kleidungsstücke schon.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und inspiriert. Und wenn ihr schon mal was mit einem Lasercutter gemacht habt oder mit einem 3D-Drucker, dann schickt mir doch super gerne ein Bild davon unter dem Hashtag YayDIY. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon mal in einem FabLab wart und ob ihr davon schon wusstet, dass es sowas gibt. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache, um andere kreative Leute zu treffen und ganz neue Projekte umzusetzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht demnächst im FabLab oder im nächsten Video. Also bleibt mir kreativ, ihr Lieben. Ciao! An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz kurz beim Bundesministerium für Bildung und Forschung bedanken, die mich im Rahmen der Make-Light-Initiative bei diesem Video unterstützt haben.